Der 17-Jährige, der einen 6 Jahre alten Jungen von der Tate Modern in London gestoßen haben soll, ist jetzt offiziell wegen Mordversuchs angeklagt. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Scotland Yard um einen Touristen aus Frankreich. Er soll sich ab Sonntagmittag verdächtig verhalten haben und mindestens 2 Stunden lang sein Opfer ausgesucht haben. Der Junge, der vom 10. Stock nach unten gestoßen wurde und im 5. Stock aufprallte, befindet sich seit Montag nicht mehr in Lebensgefahr.